Hallo liebe Leute, ich bin's heute wieder. Heute werdet ihr mich mal nicht sehen, denn heute gibt es ein Video, das eigentlich am meist nachgefragten bei euch ist. War das jetzt grammatikalisch richtig? Keine Ahnung. Und zwar meine Schminkaufbewahrung. Ja, es ist jetzt nicht total spektakulär und ich habe jetzt auch nicht so viel wie manch anderer, aber auch schon mehr als einige andere. Ja, das ist eine Sammlung aus den letzten Jahren. Das ist also wirklich, wirklich schon eine Sammelleidenschaft seit vielen Jahren. Und deswegen, ja, muss man jetzt nicht entsetzt zurückfallen und denken, oh mein Gott, ist sie denn noch ganz bei Sinnen? Ja. Hier zeige ich euch heute also nur die Sammlung, die ich in Wien habe. In Deutschland habe ich auch noch mal einen Teil. Da habe ich auch einiges gelagert, nur kann ich nicht immer alles von hier mit nach Deutschland nehmen und zurück halt auch nicht. Deswegen nehme ich immer nur einiges von hier dann wieder mit und einiges habe ich halt in Deutschland. Deswegen ist das, was ihr jetzt hier seht, nicht alles, aber ein Teil davon. Ja, ich bin Studentin, ich habe auch keinen Platz und kein Geld, mir großartige Aufbewahrung zu kaufen. Deswegen muss das alles irgendwie in einen Schrank gehen. Und das ist dieser hier, und zwar kennt ihr den wahrscheinlich eh, das ist dieser Malm. Aus dieser Malm-Serie sind diese drei Schubladen. Und ja, dann fangen wir kurz hier oben an. Hier seht ihr meine Pinselaufbewahrung, sorry, wenn es irgendwie wackelt. Und zwar habe ich hier meine Augenpinsel drin, dieses Teil hier, das ist aus Glas, das habe ich von Ikea, das ist jetzt auch... Ja, das ist jetzt neu. Ich hatte vorher eine andere Pinselaufbewahrung und das Ding kostete 2,99 und die Steine haben 1,80 gekostet. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass die Steine so dick sind, weil da kann man die Pinsel nicht so gut reinstellen. Ja, das hier sind also meine Augenpinsel. Ich habe ja alles mögliche. Evelyn, Sigma, Essence. Alles Mögliche, ja, ist einfach hier drin. Das sind die Augenpinsel. Dann gehen wir kurz zu den Gesichtspinseln. Da habe ich dasselbe Teil halt nochmal. Hier sind alle meine Gesichtspinsel drin. Das ist mein Lieblingspinsel. Der ist von Leni Brush, so ein Flat Top Kabuki. Ja, Stinktierpinsel, Puderpinsel, Rouge. Das hier ist einer von MAC, der 188er. Das ist mein liebster Pinsel für... Bronzer, das ist auch so ein Flat-Top-Kabuki. Der ist von Zoeva aus diesem Bambu-Set und den verwende ich halt immer. Dann meine Lieblings-Rouge-Pinsel sind diese Moonlight-Pinsel von Essence. Davon habe ich, aua, zwei. Ja, Highlighter-Pinsel von Sigma und so weiter und so weiter. Ja, bevor ihr nachfragt, hier, das habe ich auch relativ neu. Das gab es ja bei Ikea mal in diesem Dreier-Set. Das ist... Sag schnell. Ja, einfach nur so Fläschchen. Da gab es auch einen Trichter dabei. Da könnte man also theoretisch auch was reinfüllen. Ich fand die total schön. Die haben knapp 10 Euro bei Ikea gekostet, die drei. Und dieses ja, Tablettchen hier, das hatte ich auch schon seit meinem Einzug hier in Wien. Da standen damals aber Weihnachtskugeln und eine Kerze drauf. Ja, das ist diese Lampe von Ikea, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle. Die kostet, glaube ich, auch 10 Euro, gibt es immer noch. Das ist einfach nur eine Lichterkette. So, das ist also, was oben drauf ist. Dann fangen wir jetzt mit der ersten Schublade an. Da habe ich nämlich auch eigentlich das meiste Make-up schon drin. So sieht das Ganze aus. Hier ist mein Spiegel, den nehme ich mal eben raus. Ja, es sieht ein bisschen unordentlich aus. Ich habe es natürlich jetzt auch nicht aufgeräumt für euch. Ach, ich kriege wieder keine Luft. So, also... Hier hinten sind alle meine Nagellacke. Ihr seht, es ist absolut unordentlich. Dann kommen wir hier, sind alle meine Lipglosse und Lippenstifte. Zum Beispiel habe ich hier von P2... Rodeo Drive, Kärntner Straße, Place de la Concorde, Maximilianstraße, Sunset Boulevard oder hier, da habe ich noch, was steht da? Konnte ich nicht lesen. Carré de Casanova. Zu Hause habe ich auch noch welche, Copacabana und so. Aber das sind meine P2 Lippenstifte, die ich halt hier habe. Jetzt habe ich mir auch neu gekauft. Da schwärmen mir auch alle von. Die hatte ich noch nie.
Und zwar ist das dieser hier von Catrice, Pinkerbell. Und das ist ein ganz tolles Pink. Allerdings ist der noch in der alten Form. Ich habe den jetzt schon selber ein bisschen so abgematscht, dass der ein bisschen besser zum Auftragen geht. Ja, ansonsten habe ich hier noch ja, Sephora Lipgloss. Das ist auch ein ganz toller. Der ist von Kiko. Der war mal aus NYLE. Das ist so ein mattes Taupe. Ja, dann natürlich diesen Soft Matt von Manhattan. Den haben wir auch mittlerweile viel. Die 56K. Und ja, von früher meine Lieblingslipglosse von Art Deco. Die gibt es ja leider nicht mehr. Es ist ohne Schimmer. So Nude. Ja, was habe ich hier? Den Reni. Ja, LEs. Keine Ahnung, dann so schöne von NYX. Dieser hier zum Beispiel ist so ein grauschimmernder. Die Farbe nennt sich. Ja, die Farbe nennt sich. Ah, Sand Dune. Könnt ihr eh nicht sehen. Ja, also das habe ich alles hier. Dann habe ich hier. Können wir mal hochholen. Holen wir die mal raus. Hier, das sind so alte Kerzenständer. Oder so, da kann man so Teelicht da rein tun. Ich habe hier jetzt ein paar meiner MAC-Lippenstifte reingepackt. Hier sind jetzt 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe zu Hause in Deutschland aber auch noch ein paar, die ich jetzt nicht mitgenommen habe. Zum Beispiel zu Hause noch der Violetta, den ich auch über alles liebe. Und mein liebster Peach Stock. Aber das sind jetzt die, die ich halt hier habe. Ja, zum Beispiel, was haben wir jetzt hier? Viva Glam Gaga 2. Den habe ich auch schon sehr viel verwendet. Der ist auch schon gut runter. Ist ja eins meiner liebsten Nude-Töne. Ein anderer schöner Nude-Ton. Jetzt geht es hier nicht mehr rein. Was ist das? So. Ein anderer schöner Nude-Ton ist aber auch Myth von MAC. Ja, der ist so ein bisschen peachiger. Ist auch sehr schön. Das war mein allererster MAC-Lippenstift ever. Und natürlich auch, kann ich euch ja nochmal zeigen, mein toller Candy Yum Yum, der Neon Pinke. Die sind alle hier drin. Ich hatte die auch erst in einem anderen Lippenaufbewahrungsdings. Aber ja, das war dann, sind mir zu schade, dass ich die hätte auch mit da reingetan. So finde ich sie besser. Darunter liegen dann auch immer die dazugehörigen Lip Liner, die ich irgendwie verwende. Und der beste Lip Liner, ich hau hier rum, der beste Lip Liner für den Russian Red ist auf jeden Fall dieser Automatic Lip Liner von Rossmann in der Farbe Let Me Have a Look 03 Scarlet. Also der ist perfekt für den Russian Red, den ich ja auch habe. Gehen wir jetzt mal hier weiter. Hier sind meine Make-ups und Tinted Moisturizer, die ich hier habe. Unter anderem ist hier zum Beispiel die BB Cream von Kiko oder auch von Garnier die BB Cream. Ich habe hell und dunkel. The Balm Tinted Moisturizer habe ich hier. Dann habe ich auch eine meiner Lieblingsfoundations, wenn ich mal welche benutze, ist die Infinite Matte. Und eine andere, die habe ich aber leider in Deutschland, ist die Fit Me. Wenn ich mal eine benutze. Ein gutes Make-up, wenn ich mal welches verwende, ist auch dieses hier von IQ. Das ist von Bipa. Und zwar Matte Sensation Mousse Make-up in der Farbe 130 Beige. Das finde ich eigentlich auch sehr gut. So, dann dahinten sind alle meine Bronzer und Puder. Ich habe ja kaum welches, weil ich eigentlich immer nur Bronzer verwende. Ich habe hier zum Beispiel Fit Me in der Nuance 315, habe ich schon arg dunkler genommen. Einer meiner liebsten Bronzer ist auch dieser hier, Bronzing Compact Powder Matte in der Farbe 02 Love to be Matte von Essence. Also den finde ich sehr, sehr gut. Ja, das ist ja der Evergreen, ne, aus dieser von Essence mal. Den hatte ich auch irgendwie jeder, wo der Deckel immer abfällt. Hier habe ich Reval de Loup. Ein ganz toller Bronzer ist auch der von Terra del Sol. Ich habe den hier in der Farbe 2. Ja, dann hier so von Catrice und aus einer Limited Edition so ein Bronzer von Catrice. Ja, hier hinten habe ich so ein Translucent Powder, aber eigentlich verwende ich das nicht, weil ich viel zu faul bin. Hier ist einer von Essence, von ganz, ach, von, nicht von Essence, von Art Deco, die kennt ihr ja bestimmt auch. Nur der schimmert mir arg. Ich weiß nicht, ist auch ziemlich alt schon.
Aber die Verpackung war auch ganz schön und ich kann mich da auch nicht so von trennen. Sehr guter Bronzer ist auch dieser hier, Sunlove. Der ist ja auch schon ganz alt in der Farbe Sun Express. ja, das ist auch ein ganz schöner. Und ja, hier natürlich vom Bourjois der Schokobronzer. Und ja, einer meiner Liebsten, aber den verwende ich natürlich nur ganz selten, weil er sehr, sehr teuer ist. Das ist der von MAC. Und zwar immer nur Mattbronze. Also kein Schimmer, kein Glitzer. Joa, was ist hier? Ach, das ist die Base, ja, fürs Gesicht. Das sind so die Bronzer, die ich hier in Wien habe. In Deutschland habe ich auch noch welche von Kiko und weiß der Geier was. Vielleicht kann ich euch ja da auch noch mal was zeigen, obwohl demnächst ziehe ich eh bald um. Dann erübrigt sich das. So, hier, ich wollte noch mal sagen, diese Malmkommode kostet 49 Euro in Deutschland. In Österreich ist sie teurer, die mit den drei Schubladen. Ihr habt eine super Ausziehfläche, also das geht wirklich weit, weit raus. Und dann habe ich mir diese Einlagefächer gekauft, die kosten so 10 Euro, könnt ihr so einzelne holen. Oder hier habe ich so ein ganzes Element oder halt so, ja, so Kistchen habe ich genommen. Also hier hinten, da seht ihr, kann man das jetzt sehen? So, da seht ihr meine Paletten, ein Teil davon und meine Concealer, zum Beispiel hier der Alverde oder auch der hier von Kiko, Soft Focus Concealer. Ich muss das mal alles hier oben mal drauflegen. Dann, ja, der Fit Me Concealer, den finde ich auch sehr gut. Pro Longwear von MAC, der ist auch sehr gut, aber der ist halt sehr, der trocknet sehr schnell ein. Ja, und andere von NYX habe ich auch noch so einen Concealer. Ja. So, dann kommen meine Paletten. Ich habe hier unter anderem halt die Naked Palette. Die kennt ihr ja eh schon alle. Ist schwer, alles mit einer Hand aufzumachen. Das sind halt so Nude-Töne. Ist auch sehr schön. Dann habe ich hier meine Sleek Paletten. Also nicht Monaco, Sunset, bla 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 bla. Und hier habe ich meine MAC Lidschatten drin, die ich alle depottet habe. Und zwar ist das eine Leerpalette gewesen von Cosmetic Cosmo, die ihr euch ja online bestellen könnt. Und ja, hier sind meine MAC Lidschatten drin. Oben links, das ist, kann ich das mal auf? Das ist Shroom Tracks. Red Brick habe ich hier unten, das ist Satellite Dreams und Theta Tint. Ja, ist ein sehr, sehr toller, nudiger Braunton. Also den ist einer meiner liebsten Brauntöne. Ja, die habe ich hier rein depottet. Ja, ich schlage euch vor, wenn ihr Interesse habt, dass ihr mal mehr sehen wollt, also Einzelheiten noch mehr, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wenn ihr zum Beispiel jetzt alle Stick-Paletten mal sehen wollt, also welche sind auch in Deutschland, aber ein paar habe ich halt auch hier. So, dann kommen wir hier vorne. Ihr wisst ja, ich bin ein Blush-Junkie. Hier sind alle meine MAC-Blushes. Zum Beispiel einer meiner liebsten und auch einer meiner ersten MAC-Produkte war der aus der Hello Kitty LE. Das ist so ein quietschepink. Der nennt sich Tippi. Und ja, den finde ich super. Den habe ich auch schon oft verwendet. Ja, sind hier alle so meine MAC. Das haben wir hier. Pinch Me zum Beispiel. Oder hier ist einer aus der LE gewesen. Wie hieß sie denn nochmal? Keine Ahnung. Sakura auf jeden Fall. Ja, was haben wir hier? Prism. Ja, das ist ja auch einer meiner echt allerliebsten. Dann hier haben wir mal einen Teil meiner Sleek Blushes. Ich will mal Brush sagen. Ja, viele sind halt hier, einige habe ich aber auch jetzt in Deutschland. Habe ich nicht alle mitgenommen. Was haben wir hier? Flamingo. Keine Ahnung. Wenn ihr das nochmal genauer sehen wollt, dann zeige ich das gerne. Was haben wir hier? Pantau. Ja, den finde ich jetzt nicht so gut. Kann ich mal aufmachen. Ist immer auch schwer, diese Sleek Blushes aufzumachen. Scandalous. Was haben wir hier? Santorini, ja, ist ja auch so ein Pink. Das ist der Santorini.
Das wird auch sehr schön. Ich liebe Sleek Blushes. Ich habe da fast alle, weil die einfach so klasse pigmentiert sind, dass